Das weite, von den Bergen der Südeifel umsäumte Wittlicher Tal wird schon in den frühen Reiseberichten wegen seines milden Weinklimas und seiner Fruchtbarkeit gerühmt. Hier ist der Tabakanbau über 150 Jahre lang heimisch. In diesem Teilabschnitt des Lieserbachs, einem linksseitigen Moselzufluss, gehören die Tabakscheunen zum Bild der Dörfer. In Lüxem sind sie als mächtige mehrstöckige Gemeinschaftsanlagen auf dem freien Gelände am Ortsrand errichtet. Als sie 1959 von der Dorfgemeinde gebaut wurden, gab es allein hier 78 Bauernbetriebe, die Tabak anpflanzten. In den Scheunen werden die geernteten Blätter zum Trocknen aufgehängt. Jetzt im Dezember ist das zuerst eingebrachte Erntegut fertig zum Abhängen. Das sind die sogenannten Grumpen und Sandblätter, die schon im Juli reifen und gebrochen werden. Die Außenwände der Tabakscheunen sind mit schräg angebrachten Brettern verkleidet, die den Regen abhalten. Die schmalen Schlitze sorgen für die nötige Luftzirkulation. In der Winterfeuchtigkeit werden die getrockneten Blätter so griffig und geschmeidig, dass man sie ohne Verlust transportieren kann. Bei starkem Frost würden sie hart gefrieren und splittern. Der vordere Teil des Scheunenstockwerks ist schon geleert, während hinten vom Fußboden bis zur Decke noch alles dicht vollhängt. Die einzelnen Geschosse sind nicht durch Zwischenböden abgeteilt. Die in weiten Abständen verlegten Laufplanken ermöglichen den vertikalen Luftdurchzug. Der gesamte Innenraum der großen Gemeinschaftsscheunen, in dem die winkligen Stützkonstruktionen freiliegen, ist durch Pfosten und Längsverbindungen in viele schmale Abteilungen gegliedert, die die Hängeplätze bilden. Sie sind nummeriert, sodass die einzelnen Gestelle an die Tabakbauern vergeben werden können. Früher wurden sie verlost oder vermietet. In den Reihen sind die Gehänge dicht neben und übereinander untergebracht. Die Schnüre, in die man die Tabakblätter einnäht, früher mussten sie mit langen Nadeln aufgefädelt werden, sind in den 1,25 Meter breiten Gestellen mit 12 cm Abstand quergespannt. Beim Abhängen werden mehrere Gehänge mit einem Bindedraht zu einem Bündel vereinigt, das am anderen Ende offen bleibt. Beim Vortragen der vollbesetzten Schnurbündel muss man darauf achten, dass die Blätter nicht an den Nagelreihen hängen bleiben und zerreißen. Beim Trocknen des Tabaks kommt es darauf an, dass die frischen, dicht zusammengehängten Blätter nicht faulig werden oder schimmeln. Die schmalen Abstände zwischen den Gehängen gewährleisten eine ausreichende Durchlüftung. Die Behandlung des Blattgutes erfordert große Sorgfalt und ist auch nach Einführung von Maschinen sehr arbeitsintensiv. Die Tabakbauern sind das ganze Jahr über beschäftigt. Nach der Aussaat im Februar, wozu besondere Treibbeete herzurichten sind, die man früher Tabakkutschen nannte, folgt das Auspflanzen, sobald die Tage der Eisheiligen vorbei sind. Frühjahr und Frühsommer waren mit dem mehrmaligen Durchhacken der Kulturen zur Bodenlockerung und Unkrautbekämpfung ausgefüllt. Die Tücher an der Wetterseite der Scheune sollen die schädlichen Nebel abhalten. Mitte Juli beginnt die Ernte mit dem früher mühsamen Auffädeln. Sie dauert auch heute noch bis Mitte September. Sie wird von der allmählich fortschreitenden Pflückreife der Erdblätter, des Hauptgutes und des Obergutes bestimmt. Wenn ab Oktober die Pflanzäcker für das nächste Jahr vorbereitet sind, beginnt im Weihnachtsmonat die Winterarbeit mit dem Abhängen der getrockneten Blätter. Neben der verheerenden Blauschimmelkrankheit, die in den Jahren nach 1960 erstmals auftrat,
war der große Arbeitsaufwand mitverantwortlich für den starken Rückgang des Tabakanbaus in der Wittlicher Senke. 1968 wurden nur noch knapp 24 Morgen bepflanzt. In dem einzigen und letzten rheinischen Tabakgebiet sind heute wieder 120 Morgen in Kultur. Vor 1900 war der Tabak in der Rheinprovinz weit verbreitet. Im geschlossenen niederrheinischen Anbaugebiet, das von Kleve bis etwa Krefeld und Kaldenkirchen reichte, hatten die Tabake aus Wissel, Meuland und Emmerich einen besonders guten Namen. Auch bei Saarbrücken, Merzig, Trier, Bitburg, Sobernheim und Bad Kreuznach wurde Tabak gezogen. Im Ortskern von Nüxem haben fast alle Bauernbetriebe ihre kleinen, hofeigenen Tabakschuppen, die seit dem Bau der gemeinschaftlichen Scheunenanlage nicht mehr benutzt werden. Oft sind es Anbauten, die aus der Häuserflucht vorspringen. Im gemauerten Erdgeschoss hat man zusätzliche Ställe untergebracht. Die Fachwerkgerüste des Speicherraums sind für den Winddurchlass lediglich mit Latten oder Bohlen beschlagen. Seitdem das gesamte Erntegut in die großen Scheunenanlagen kommt, müssen die getrockneten Tabakblätter zur weiteren Bearbeitung auf den Hof gebracht werden. Den ganzen Winter über ist man hier mit dem Sortieren und Büscheln des Tabaks beschäftigt. Dies war früher Gemeinschaftsarbeit, an der sich alle Familienmitglieder beteiligten. In der heutigen rationalisierten Form wird sie als Lohnarbeit von Frauen ausgeführt. Der Sortiertisch, der die Gehänge aufnimmt, ist wie ein Fließband eingerichtet. Am Kopf befindet sich eine elektrisch betriebene Wickelrolle, mit deren Hilfe die Schnüre herausgezogen werden. Die Helferinnen, die an der Längsseite stehen, greifen aus der vorbeitransportierten Reihe alle fehlfarbenen, beschädigten oder in der Größe abweichenden Blätter heraus. Sie kommen zu der geringwertigen Sortierung. Alles, was aussortiert ist, wird auf dem Tisch in der Raummitte gesondert abgelegt. Die übrigen einwandfreien Tabakblätter machen die weitaus größere Menge aus. Durch das Sortieren in Güteklassen kann beim Verkauf insgesamt ein besserer Preis erzielt werden. Außerdem besteht die Tabakindustrie auf sortierter Ware für die verschiedenen Verwendungszwecke. Die Teilmechanisierung, die wie der ganze übrige technische Fortschritt auf Anraten der landwirtschaftlichen Behörden nach pfälzischem Vorbild eingeführt wurde, verkürzt die Arbeit des Aussonderns ganz beträchtlich. Seit den 60er Jahren werden die gesamten Ernteerträge aus der Wittlicher Senke von der Zigarettenindustrie in der Pfalz und im Badischen aufgekauft. Die Ernten aus dem Liesertal gingen noch nach dem letzten Krieg hauptsächlich in die Trierer und Wittlicher Tabakspinnereien, wo Strangtabak für die Pfeifenraucher hergestellt wurde. Daneben gab es hier auch einige Zigarrenfabriken, die die besten Qualitäten aufnahmen. Thank you.
Auch die Büschelmaschine, mit der die 2 Pfund schweren Blattbündel zusammengepresst und an den Stielen festgebunden werden, stammt aus der Pfalz. Weitere technische Einrichtungen, die neuerdings arbeitssparend eingesetzt werden, sind die Pflanzmaschine, mit der man die Setzlinge in den Boden bringt, das Ernteband, mit dem man die gepflückten Tabakblätter aus den Pflanzreihen zum Wagen befördert, und die Einnähmaschine, die Gehänge selbsttätig aufreiht. Der fertig gebüschelte Tabak wird bis zum Verwiegetermin auf der Tenne nach Güteklassen getrennt, auf Stöcke gesetzt. Damit sich die Blätter bei der Lagerung nicht erhitzen, bleiben kleine seitliche Zwischenräume frei. Die Fermentierung, wobei der Rohtabak durch einen Gärungsprozess veredelt wird, war früher Sache der Wittlicher Tabakfirmen. Hier brachte man die Büschel in besonderen Lagerräumen zu dicht gepackten Gärstöcken zusammen, die mehrmals umgeschichtet werden mussten. Heute wird die Fermentierung in den Pfälzer Zigarettenfabriken vorgenommen. So wie hier sortierte und büschelte man den Tabak bis 1960 überall im Wittlicher Land. Indem man in einem geeigneten Wohnraum 2 oder 3 Tische aneinander stellte, gewann man die Fläche zum Auslegen der Gehänge. Die zusammengelegten Büschel kamen zum Binden in einen hölzernen Presskasten. Das Bindegarn, wofür man früher einfache Wurstkordel nahm, muss jedes Mal neu eingelegt werden. Früher beließ man die Schnüre in den Gehängen, aus denen die auszusortierenden Blätter herausgerissen wurden. Einheitliche Qualität war dabei nur schwerlich zu erreichen. Dies mag der Grund für die häufigen Misshelligkeiten beim Verkauf gewesen sein. Oft halfen Nachbarn bei der zeitraubenden Arbeit, die in der Regel bis in die späten Abende ging. Wenn wir noch nicht, wie noch, dann machen wir da auch mal alles. Ja. Ja, aber schön Tubak-Tausch. Ja, der ist wunderbar. Also, der geht noch Prozent.
muss 5% muss man mindestens drin sein. Ja, eben. Wenn man der Bestie beschädigt, mal früher um 6:30 musste der Wecker stellen, man müsste gefedert haben. Am 7:30 müsste man so Bumbo sein. Ja, die ganzen ja, wir müssen aber pünktlich da sein. Die Firma, also am 8 Uhr da und die wird ja sofort gewässert und der Zoll, die sind ja so griff. Also, wir müssen da sein. Die Ortschaft Bombogen, wo in einer der großen Gemeinschaftsscheunen die Waage untergebracht ist, hatte immer schon den größten Anteil am Tabakanbau des Wittlicher Tals. Seitdem hier in den 30er Jahren der Tabakbauverband Rheinland mit örtlichen Vereinen in Lüxem, Neuerburg, Dorf, Behlingen, Altrich, Wengerohr und Wittlich gegründet wurde, findet in Bombogen der zentrale Verkauf statt. Zu den Verwiegeterminen kommen die Tabakpflanzer mit ihrer sortierten Ware aus der ganzen Umgebung. Hier schmeckt sehr ordentlich, einen schönen Brand. Es klingt schön weiter, schöne weiße Asche. Ich glaube, da ist keine große Diskussion nötig. Von meiner Warte aus gesehen ist das eine einwandfreie Sandbachpartie. Ich finde aber hier sind einige Blätter hauptgutartig zwischendrin. Beim Verkauf, der früher als Versteigerung ablief, wirken außer dem Boniteur der Tabakfabrik auch der Leiter der Landwirtschaftsbehörde und der Vorsitzende des Tabakbauerverbandes mit. Wir sind uns im Grunde dann auch einig. Also, 6 plus. Ja. Abladen! Auf geht's! Bei den Verhandlungen, denen die Pflanzer gespannt folgen, geht es um die Ermittlung der Güteklasse. Aus dem zur Verwegung gebrachten Haufen werden an verschiedenen Stellen einzelne Büschel herausgezogen. Man prüft sie auf gleichmäßigen Brand, Aroma, Färbung, Blattgröße und Einheitlichkeit der Sortierung. Nach diesen Merkmalen bestimmt man gemeinsam die Pluspunkte, von denen der Preiszuschlag abhängt. Wenn Einigkeit auch mit den Pflanzern erreicht ist, können die Büschel vom Wiegehaufen genommen und auf den bereitstehenden Lastwagen geladen werden. Die Waage ist nun frei für den nächsten Pflanzer aus der Reihe der Wartenden. Alle Umstehenden, die sich die Wiegeprozedur nicht entgehen lassen, helfen beim Umpacken. Mit der Prüfung der Büschel wird schon bei den ersten Lagen begonnen. Das ist jetzt eine Klasse 2, denn es sind doch erheblich kürzere Blätter drin, mit einigen Farbfehlern und auch Verletzungen, was ja sowieso in die Klasse 2 dann reingehört. Ich stelle fest, dass der Pflanzer einwandfrei sortiert hat. Jawohl. Aber da dürfte etwas, und noch einige Pluspunkte. Und ja, Herr Ludwig, das schreibe ich nicht ab, denn die Partie ist doch auch einheitlich in der Klasse 2. Man dürfte in Ordnung sein, Herr Adam. So klingt schön. Klingt der Geruch, schön. Wie ist der Geruch? Schön sauber, rein. Ist ja prima. Wenn die ganze Partie auf der Waage beisammen ist, stellt man im abgetrennten Wiegeraum das genaue Gewicht fest. Abladen.
260. 260 Kilo, ja. Platte 2. Menge und Qualitätsmerkmal werden vom Wiegemeister im Wiegebuch festgehalten, das als Abrechnungsgrundlage dient. Dem Verwiegen der Sandblätter im Dezember schließen sich zwei weitere Termine an. Einer im Januar für das Hauptgut und einer im Februar für die Blätter vom Oberteil der Tabakstauden. Diese Verkaufsgelegenheiten, die den Erlös aus der Arbeit des ganzen Jahres bringen, führen alle Tabakbauern aus dem Wittlicher Tal zusammen. Sie beschließen die Tage mit kleinen Geselligkeiten in einer Gastwirtschaft zu Bombogen, wo nach der Abfertigung einer auf den anderen wartet.